Ich müsste alles mittlerweile mitgenommen haben, was irgendwie rumliegt in der Kolonie. Marlow was right. Who the hell is Marlow? Doesn't ring a bell. That container on the other hand. Let me guess. Enough eggs for one big omelet. Shut up, Hanslet. Dead Hills was no isolated incident. This is a pattern. We need to get our hands on that comms repeater, Sergeant. More than ever. People need to know what's happening on this planet. You're right. Proceed to Hangar C, squad. Move on. Hurry up, you slugs! More signals incoming! Copy. Wenn wir mal nicht blöd sein hier. Watch your feet. Da ist zwar der APC draußen, aber der kann nicht alles abfangen. Okay. Immer wenn man solche Gruppen sieht, dann gehe ich davon aus, dass das Menschen sind. They're heading our way. Oh, ich sehe gerade, der erste Stress ist wieder weg. Ah ne, Moment, das ist der zweite Stresslevel, okay. Watch out! Xenomorphs in Stase. They're sleeping. If you keep a low profile, everything should be fine. Stealth action. Hier ist eine Tech-Ressource, die würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Come on, Team! Das mit Stase kennt man aber schon. Das ist im Prinzip so ein Standardding, was Aliens machen, wenn sie halt nichts zu tun haben. Das spart Energie. Hier ist noch eins. Das sieht wie eine Wand aus, die man durchbrechen kann. Und ja, irgendwie so. Ich nehme an, auf dem Rückweg muss ich das machen. Ja, nach vorne meine Mini ausgelöst. Also noch verteidigt er das super. Ich frage mich, wie viele Sachen mir gerade entgehen. Come on, Team! More signals incoming. Ich meine DNA-Samples halt. Okay, in dem Fall sind es Menschen, die gerade mein APC rennen, glaube ich. Das hat zumindest zwei alarmiert gerade. Ja, okay. Es wollte ihn mitnehmen. Er flüchtet in das Gebäude vor meinem APC, vermute ich. Renn in meine Miete, das Alien lässt sich vom RPC erschießen. Move on. Incoming! It's a drone! Safe position taken. Looks like they found him. Light him up! You like that? Bin noch in Deckung gegangen. There, like it didn't happen. Ich brauche echt mal was zum Stress reduzieren. Drone
spotted. Come on, team! Drone spotted. Hurry up, you slugs! Shh. Here's one. Affirmative. Oder ist das hier das eigentliche Nest? Let's see what's inside. Mine, watch your feet. Mine's activated. Fuck me, Queen. Fuck on me. It. Planting mine, watch your feet. Move on. Quiet. Watch out! That's another egg-laying specimen. A queen! Tread carefully and check your ammo, Marines. We don't have to kill it now. Ich hab vergessen, ich muss ja Kontrolle drücken, damit es abgeht hier. Sentry, almost ready. Ist ja gar kein Problem werden. Dass das die anderen nicht aus der Straße gerissen hat? Got them. They look intact to me. Safe position taken. Packing sentry gun. Sentry pack. Oh, was ist das? Facehugger. Safe position taken. Disgusting. Move on. Planting mine. Watch your feet. Yeah! Don't mess with me! Affirmative. Let's see what's inside. Oh shit. Double shit, time! Shit. Looks like they found us. Watch out! Take a breather. Watch that stress. Hoorah! Hier sind noch welche in Stase drin? Light him up! Something. Looks like a data pad. I don't hear him anymore. We're clear. Yeah! Don't mess with me! Copy. Let's see what's inside. Come on, team! Es scheint nur einen einzelnen Facehugger hier gegeben zu haben. Die Frage ist, wie haben sie es geschafft, die Eier zu kriegen und auf Container zu laden? That's the comms repeater we were looking for. Good job, Marines. Nicely done, squad. Now come back to the ARC once you're done with the place. Safe position taken. Quiet. It didn't see us.
safe position taken. Ja, es wird eine ganze Weile in der Krankenstation zubringen müssen, das Team. Incoming! Come on, Team! Copy. Access granted. Move! Move! Gewaltiger Ansturm ist im Sektor. Ach, das sind die Gestaseten, die raus sind und mich angegriffen haben. Okay. There's something around. Choose me! Choose me! Die holen sich jetzt ganz bisschen wie das. Light them up! Check your vitals. Tango down! Tango, straight ahead! Okay, das reicht. Oh, wenn das Ansturm nicht verfügbar ist. Alter, lass meine Marines in Ruhe. Ich will jetzt keine Medkits verschwenden. Aber. On it. Hold on, Marine. This won't be long. There. Like it didn't happen. Kann ich die nicht vollständig heilen? There you go. Ah, jetzt okay. Ist auch keine Deckung, ey. Move on. Wo bleiben die jetzt? Von da? Riskier da erstmal was. Aber der schießt unterwegs auch Einheiten. Von der Ecke hier soll das kommen. Land support required. Hang on, our ride is coming. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas buggt, glaube ich, habe ich das Gefühl. Na gut. Dann müssen wir das manuell erkunden. Keine Medkits mehr auf der Karte verfügbar, ich krieg zu viel. Land support required. Hang on. Our ride is coming.
Ja, da kann ich nicht bestimmen, wie der Wagen sich ausrichtet. Das heißt, ich muss jedes Mal darauf hoffen, dass der Geschützturm in einer guten Position ist. Hurry up, you sluts! Safe position taken. Ich nehme an, hier hinten. Move on. Los weg. Ja, das wird richtig schön auf das Trauma gehen. Ein Psychologe wäre schön. Können sie sich das endlich mal alles von der Seele reißen, reiben, keine Ahnung. Oh, alle Missionsziele erfüllt, cool. Trotzdem gab es auch diesen Fahrstuhl zum Vorbei. Dann kommen sie wahrscheinlich mit der Beisum von dem Planeten runter. Alter, verletzt mir eine Pyrophobie. Kann man immer der ein Action Business wird oder Ölfüße in Brand gesetzt wird, alleine dann 15 Stressschaden. Toll, das heißt, ich muss ihn mit dem Flammenwerfer wegnehmen. Zwanghaft bei der. Ja, okay, das hat er ja schon vorher gehabt. Aber bei den allen baut sich das auf. Ich muss öfter. Ich hätte, bevor ich aus dem Kommandozentral aus war, hätte ich die Tür verschweißen und erstmal abkühlen lassen sollen, Leute. Mehr Treffsicherheit. Das ist gut. Er hält automatisch den Trauma. Bei ihm brauche ich das. Ich nehme das mit den Kommandopunkten. Das ist so praktisch. Machen wir mal einen Tacker draus. Mal gucken, was er für Fähigkeiten noch dazu kriegt. Der hat some Shit gesehen. Brücktan-Pheromone. Durchschnitt 1007. Ist das, was ich verbraucht habe oder geholt habe? 38 Drohnen, eine Königin, 20 Sprinter. 34 Kultanhänger. 3 Facehacker habe ich erwischt, okay. Die müssen dann wohl alle im Nest gewesen sein. What the hell have we stumbled into? Ravenous bugs, some kind of crazy cult. This is above my pay grade. Mine too, for what it's worth. Too bad they didn't pay you enough. With you in charge of that station, I'm sure those damn platforms wouldn't have fired. About that, Sergeant Harper. Cerberus didn't start because of a systems failure. I set it in motion. I had to ensure containment. You've seen what those creatures can do. If only one of them escaped, we so would have all- trapped every soul on this planet with this creature? In the blink of an eye? Well, congratulations, Hayes, when it comes to badass your state of the art. Now get off my bridge! Sergeant, I can help. Good. We've got some new facilities online. You're an administrator. You never know. There might be something for you to administrate. Sure. I'm on it. Hm?
Pheromone. Verlängert die Entdeckungszeit des Trupps durch Xenomorph um 10%. Finally, a project worthy of my talents. Ausbildungsraum. Ah, Administrator. Are you here to return my EEV? Sorry to disappoint you, Sergeant Martinez, but I need it. We need it, in fact. But I heard the training center was up and running, and I wanted to see for myself. That it is. Time to make them into real Marines. Good. Because we're up against it. These creatures are faster than us, stronger than us, and they're smart. If we're to survive, we need everyone in peak condition. Don't you worry, none. Was there anything else? Well, just one thing. Sergeant Harper, does he seem all right to you? Look, I know soldiers talk, but he is in command. End of story, you hear? That's not what I... Forget it. Sure. Pilotenmissionen automatisch während ihrer Kommandos auf einer Mission sind. Du kannst sie auch einer intensiven Ausbildung zuweisen, damit sie mehr Erfahrung sammeln. Verstanden? Gotta stay sharp for the field, feel me? Hello, Administrator. Maury kann jetzt endlich eingesetzt werden. This one's a priority. Understood. Psychische Einrichtung. Ah, Administrator Hayes. It's nice to finally meet you. I'm Dr. Kabiri, clinical psychologist. And Dr. Bookard's assistant when I have nothing better to do. Oh. I can't imagine something more important than what's happening in the medbay. Never underestimate combat fatigue. That's the first thing they told us. These Marines are under a great deal of stress. If we don't help them process it, things will turn nasty real fast. You're right. I should have considered that. Well, let me know if you need anything. For now, the only thing I need is to know everybody's all right. So, how are you doing, Administrator Hayes? You're very kind. I'm maintaining. Don't worry about me. Traumata. Die Marines während ihres Einsatzes allein können mit Therapien behandelt werden. Traumatisierte Marines erscheinen in einer Liste, die im Raum der psychiatrischen Pflegeeinrichtung angezeigt wird. Marines, die mit einer Therapie behandelt werden, bestehen erst nach ein paar Tagen wieder zur Verfügung. Du kannst Therapien unterbrechen, aber dann gehen die bisher erzielten Behandlungserfolge verloren. Wieso kann ich... Ach, wahrscheinlich, weil die anderen alle noch in der Behandlung sind. Weil ich müsste eigentlich Sharp mal in die Dings packen, damit er das zwanghaft los wird. This one's a priority. Understood. Und Neron muss in die Dingens. Aber ich habe keine Ärzte mehr über gerade. Deputy Administrator Hayes to the bridge. Here's that word again. Got a minute, Hayes? I do. Although I should probably finish turning our EEV into a proper satellite. And you'll keep working on that, but right now we've got intel on those containers we found. And I intend to follow that lead. Maybe even track down this Marlow we keep hearing about while we're at it. Sergeant Harper, thanks to the parts you provided, we have a chance to inform people of what's happening here. Assuming we don't strip the payload, we just need to scrounge up some fuel boosters. I've already identified the limits of low orbit, and if we Listen. Except for the trouble they cause. My men found out these containers had only one thing in common. They were dispatched from a dig site named Olduvai. We go there, we might have a chance to stop this infestation once and for all. That's not what we agreed. I need help on the EEV. We didn't agree on anything. You made a decision and I went along with it. This is my ship, these are my Marines, and we've got folk in harm's way. You don't like my priorities? You can keep playing with your toy and leave us to it. But this is happening. Yay! Das wird eine Menge Eier geben, da wahrscheinlich eine Großkrieg oder sowas. Deputy Administrator Hayes, stay safe, okay?
Understood. I'll update my schedule. Understood. I'll update my schedule. Ich kann sowieso an diesem Tag nichts machen, also von daher kann ich genauso gut alle einfach da reinstopfen. Nein, geh nicht ausruhen. Das ist ausgerechnet mein Gunner. Administrator Hayes. This one's a priority. Understood. Mehr Ärzte wären schön. Ich habe noch eine ganze Menge Waffen freischalten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das alles in der Ausgrabungsstätte machen muss. Da wird es noch mehr Missionen geben. Bye now. Ma'am, this one won't let you down. Bravo Zulu. What did I teach you, Marine? Salute! Bravo, Zulu. Schauen, wie viele Blindfische ich dabei habe. What did I teach you, Marine? Salute! So, er ist ja Techie. Taktische Drohne. Bestimmt. Folgt dem Drohnen und sie kann bestimmte Aktionen ausführen. Okay, nehmen wir. Taktische kann jetzt Türen verschweißen oder durchbrechen. Erfordert taktische Drohne. Drohne ist mit einer Maschinenpistole M39 ausgerüstet, kann auf Feinde schießen. Das Nachladen der Maschinenpistole kostet einen Ladestreifen. Man weiß ja nie, wann man sowas braucht. Ich wusste, Techie wird noch mehr irgendwelche Boni bringen. Ich frage mich, ob es noch mehr Klassen gibt, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Kann mir das nicht vorstellen, aber... Demolition Expert wäre ja mal nett. This one won't let you down. Gotta stay sharp for the field, feel me? Hello, Administrator Hayes. Kind of epic bummeries. New objectives are awaiting your review. Decor glaubt langsam, dass Anfänger Decortes ein Mitglied der Darwin-Ära ist und die Ertrage heimlich infiltriert hat. Du hast beschlossen, Ronan zu verhören. Er schwört, dass er nichts mit dem Kult zu tun hat. Also hat er nichts mit dem Kult gehört, aber er lehnt es ab, die Aktion auf Kultanhänger zu verurteilen und argumentiert, er sei bei den logischen Ergebnissen nach so vielen Jahren der kapitalistischen Unterdrückung. Wir können der Meinung nicht hinnehmen, Anfänger, die Cortes ist verloren, oder sagen ihm, dass er seine Überzeugung von nun an für sich behalten soll. Dass ein Streit in der Kantine findet bald statt. Das klingt lustig. Sein Versprechen ist nur von kurzer Dauer. Cortes ist welcher? What did I teach you, Marine? Der hier, okay. Vorsichtshalber gebe ich dir erstmal nichts in die Hand. Have a nice day, Deputy Administrator Hayes. This one's a priority. Understood. Schaden müsste 3 Tage drin, das zu bringen. Und im Augenblick brauche ich ihn als Medic auf dem Feld. Hello, ich meine, das beeinträchtigt nur seinen Nachladern. Have a nice day, Deputy Administrator Hayes. This one won't let you down. Bravo Zulu. Mehr Rüstung ist nie verachten.
This one's a priority. Understood. Talk to you soon. Alles einsatzbereit? Tagereparatur. Aber die Mission lasse ich mir fürs nächste Mal. Also sage ich jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und tüdelü.